geht. Ja. Einen wunderschönen, wir sind gerade auf dem Weg nach Belgien, wie ihr schon unschwer erkannt habt, schon ein paar Kilometer Autobahn hinter uns. Und zwar fahren wir zur Firma Crownboards. Ich habe mir ein neues Longboard gekauft und das hole ich jetzt ab. Die Option A war, ich bekomme es geschickt. Die Option B war, der Jelle, also der Inhaber von Crownboards, sagte, du kannst doch gerne vorbeikommen, so dann fragen wir noch ein paar Jungs von denen aus dem gesponserten Team, ob wir noch eine Runde drehen. Und ja, das ist eine Chance, die bekommt man, glaube ich, so oft nicht. Nein. 50 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns, also sind wir gleich schon da. Von daher, viel Spaß dabei. So, wir waren jetzt gerade in der Werkstatt. Paul hat sein Schätzchen abgeholt. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Wir haben einen kleinen Einblick in die Werkstatt bekommen. Wir haben den Jelle kennengelernt, also den Macher von Crownboards, der die Boards auch baut. Jetzt kam gerade noch der Hans Wouters. Der Hans. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich eine Runde skaten. Ich kann mein neues Schätzchen einmal testen. Und dann nehmen wir euch gleich dahin mit. Versuche jetzt mal so die Tricks, die ich halbwegs mit dem alten Board drauf war, das ist super anders, es ist weicher, lenkt sich viel geiler, also die Tricks, wo ich bis jetzt der Meinung war, die kann ich glaube ich nicht mehr, ich versuche es nicht mehr. Mit meinen beiden Füßen auf den Grund stehen, ich glaube an, bei der Szene mag ich binnen. Vertel ze dat ze eindelijk even geld kunnen verdienen. Maar ik weet het zeker, ik wil aan mijn avontuur beginnen. Dus ik blijf de beats een 100 mijl per fucking uur verzinnen. Puur bezinnen is wat ik doe wanneer ik beats maak. Verder blijven werken tot Alter, het gaat gar niet. Überhaupt niet. Beeldspraak, tracks blijven droppen, hopen dat het jullie weer raakt. Hey, want ik ben vrolijk en ik voel me goed. Ik kan wel eerlijk zeggen dat ik mij gelukkig voel. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik zal doen. Want ik weet dat alles maakt en dan niks moet. Hey, want ik ben vrolijk en ik voel me goed. Ik kan wel eerlijk zeggen dat ik mij gelukkig voel. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik zal doen. Want ik weet dat alles maakt en dan niks moet. De laatste weken was ik vast en zeker heel veel beter. Al de teksten blijven komen. Vroeger ging dat voor geen meter. Toen had ik twijfels, maar vandaag de dag weer ik het zeker sterker in mijn schoenen. We gaan met de baan jetzt een beetje door die stad fahren. Maar zo'n beetje gucken, paar indrukken sammeln. Sightseeing. Sightseeing tour. Sightseeing in Hans. Yes. Het lijkt nu veel, maar weet dat komt de shit geen doeken wind. Dus blijf ik bezig met mijn eigen mening, eigen wereld. Fuck de idealen, ik ben baas over mijn eigen leven. Het valt mij op dat mijn problemen vaker weinig wegen. Elke dag begin ik met een lach, dat zijn mijn meisje Merel. Momenteel ben ik benieuwd naar hoe het later is. Blind duiken in het onbekende, hopen dat er water is. Is das belgisches Bier? Kann man gut trinken? Kann man gut trinken? Alles mag en dan niks moet. Hey, want ik ben vrolijk en ik voel me goed. Ik kan maar eerlijk zeggen dat ik mij gelukkig voel. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik zal doen. Want ik weet dat alles mag en dan niks moet. Hey, want ik ben vrolijk en ik voel me goed. Hey, ik kan maar eerlijk zeggen dat ik mij gelukkig voel. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik zal doen. Want ik weet dat alles mag en dan niks moet. Halb sechs ungefähr, für uns der Tag vorbei in Belgien. Genau. Da, wo wir angefangen haben, hören wir auf. Einmal nochmal ein großes Dankeschön an die Jungs. Yeah. Dankeschön, thank you. It was nice meeting you. Thanks, guys. Man. Goodbye. Right. See you guys next time. Until next time. Until next time. Bye. So, wir haben jetzt auf dem Rastplatz mal kurz Halt gemacht, einmal was zu trinken und nochmal kurz ein paar Worte verlieren, solange der Eindruck jetzt noch frisch ist. Wir müssen beide echt sagen, es war einfach, es war unglaublich. Also, kann überhaupt nichts sagen. Ja. Krass. Das Board selber ist super geil, also sehr ungewohnt noch zu fahren, weil es ein bisschen anders ist, aber gefällt mir jetzt schon richtig gut.
Also im Allgemeinen war schon einfach ziemlich krass, ziemlich beeindruckend, vor allem wie er fährt. Weiß nicht, der macht Tricks, so da kann ich mir nicht mal vorstellen, wie ich die machen könnte, um Weltklassen besser. So, aber als Typ total cool, hat uns noch mit Tricks geholfen und Tipps gegeben und ein super entspannter Kerl, also beide. Boah, ihr erlebt uns sprachlos. Ja, definitiv. Dann zum Abschluss gerade noch ein Bierchen getrunken und das war wirklich, man muss echt sagen, das war ein verdammt guter Tag. Jetzt haben wir noch 100 und Kilometer, keine Ahnung. Ja. Völlig überwältigt von dem Tag einfach. Beide total durchgeschwitzt und wir wollen eigentlich nur noch nach Hause. Von daher, wir drücken jetzt aufs Gas und wünschen euch damit noch einen schönen Tag. Macht's gut.